Akute myeloische Leukämie, auch AML, ist eine Form von Krebs, die die Stammzellen im Knochenmark befällt. Sie ist eine der häufigsten Formen von Leukämie bei Erwachsenen, kann aber auch bei Kindern auftreten. AML entwickelt sich schnell und wird daher als akut bezeichnet. Schauen wir uns jetzt einmal näher an, wie AML entsteht. Blutkörperchen werden von Stammzellen im Knochenmark, dem weichen inneren Teil des Knochens, produziert. Eine unreife Stammzelle kann entweder eine myeloische oder lymphoide Stammzelle werden. Eine myeloische Stammzelle in gesundem Knochenmark kann sich zu drei unterschiedlichen Zelltypen entwickeln, die zusammen das Blut ausmachen. Dazu gehören rote Blutkörperchen. Sie geben dem Blut seine rote Farbe und sind verantwortlich für den Transport von Sauerstoff. Weiße Blutkörperchen. Sie bekämpfen Infektionen und Krankheiten. Blutplättchen. Sie helfen dem Blut bei der Gerinnung und stoppen Blutungen. Blutkörperchen werden üblicherweise auf kontrollierte Weise im Knochenmark erzeugt. Bei AML gerät dieser Prozess außer Kontrolle und aufgrund gewisser Änderungen in den Genen, DNA, sogenannten genetischen Anomalien, werden zu viele abnormale, unreife weiße Blutkörperchen, sogenannte Blasten, erzeugt. Diese abnormalen Zellen entwickeln sich nicht zu normal funktionierenden weißen Blutkörperchen und werden als Leukämiezellen bezeichnet. Die Leukämiezellen verdrängen die normalen Blutkörperchen im Knochenmark. Der Grund, warum diese Blutkörperchen Anomalien entwickeln, ist noch nicht vollständig bekannt. Es gibt jedoch gewisse Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von AML erhöhen können. NoAML bemüht sich, Patientinnen und Patienten, Pflegekräfte, Familien und medizinische Fachkräfte auf die verfügbaren Informationen, Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen, die sie im Umgang mit AML brauchen. Unser Ziel ist es, das Wissen um AML weltweit zu fördern und zu verbessern und gemeinschaftsbasierte Initiativen zur Überwindung aktueller und zukünftiger Herausforderungen zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf www.noaml.com. Hashtag NoAML